Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Next Mon Extinction Dingsbumsy. Wir sind wieder in Parum angelangt und ich suche den Weg raus aus der Stadt. Es ist schwer, aber ich glaube, hier ist es, oder? Ja? Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Ja. Wir hatten ja vor zwei Parts, oder so, sind wir der Drachengilde beigetreten. Im letzten Part haben wir... Oh, ich laufe automatisch. Ah, da ist er. Hey, was hat das so lange gedauert? Bist du fertig? Ist dein Team geheilt? Hast du Items dabei? Oh Mann, es fühlt sich an, als würde ich euch eskortieren. Ein Bronze-Tamer. Oh, ich bin bereit. Dann bin ich mal gespannt. Hier lang geht's zum See. Ich wette, ihr habt keine Ahnung, wie ihr dorthin kommt. Ich überlege mir jetzt gerade, ob wir vielleicht noch eben zu meiner alten Stadt hier rüberlaufen sollen. Und Nexo Traps kaufen für 50. Denn der Preis ist noch... Oh, eine Pflanzen-Nexo Trap. Super nett. Denke, die holen wir uns mal eben. Und ich hoffe, der lässt uns durch. Ja, tut er. Gut. Der sah ein bisschen gefährlich aus. Oh, die will wieder kämpfen. Okay. Habe ich aber schon. Brauchen wir nicht nochmal. Ja. Danach geht's, glaube ich, zur eisigen Tundra. Oh nein, wo ist der Typ? Der stand hier früher, Leute. Der stand da doch mal. Der Typ ist weg, Leute. Ach nee. Der war so günstig. Der war so verdammt günstig mit 50. Das ist jetzt traurig, Leute. Das ist echt traurig, wirklich. Mist. Okay. Dann gehen wir halt zurück. Aber, Mann. Soll ich dann noch eben ein paar Nexo Traps in der Stadt kaufen, oder? Wie machen wir es jetzt? Ich dachte, der wäre vielleicht sogar noch da. Ich wusste nicht, dass er da abhaut. Ah, schade, ey. Schade, boah, ich finde 100 so viel. 100 ist so teuer, finde ich. Kann man doch nie im Leben alle fangen, oder? Nee, habe ich nicht. Mann. Das ärgert mich jetzt, Leute. Das ärgert mich jetzt wirklich. Okay, wir holen uns da eben die nächste Trap-Dinger. Zumindest 6 Stück, würde ich sagen. Warte, hier haben wir auch noch was. Müllhaufen. Stimmt, war ja auch noch eine Quest tatsächlich. Aber die machen wir erst später. Hier. Oh, hallo. Hätte gerne ein paar Nexo Traps. Oh, der Preis hat sich verändert. Der ist preiswerter geworden. Wir kaufen uns mal 10, okay? Bestätigen. Ja, jetzt sind wir fast pleite. Super. Super. Können wir die Dinger jetzt eigentlich benutzen? Nee, wow. Schade. Schade Schokolade. Sind meine nächste Mal eigentlich geheilt? Ja, sind sie. Gut. Gut, gut, gut. Dann gehen wir jetzt mal nach rechts. Nach rechts und schauen hier mal vorbei. Nebelig. Okay. Schneller geht's nicht, ne? Das Brachland. Hübsch. Hübsch, du brauchst mir nur nicht die ganze Map zu zeigen. Ist zwar nett gemeint, aber ich brauch das eigentlich nicht. So nimmst du mir hier die Vorfreude. Weg. Weg, weg, weg. Hey, hier drüben. Kommt schon.
seid ihr so langsam? Warum bist du so schnell? Der See ist am Ende dieses Weges. Wagt es nicht, woanders hinzugehen, verstanden? Alles klar. Es ist noch nicht zu spät, unsere Karriere zu überdenken. Das stimmt natürlich, das stimmt. Hey, entschuldige, bist du ein Thema der Gilde? Hast du gerade Zeit? Was gibt's? Seht ihr ein Kind aus der Hauptstadt Parum? Hat es irgendwie geschafft, sich aus der Stadtmauer herauszuquetschen? Ah ja, alles klar. Okay, machen wir natürlich. Wir finden das Kind irgendwann. Irgendwann und irgendwo. Was haben wir hier? Wasserpfeife, ne, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Münzen? Oh, Münzen sind sehr gut. Ne nächste Trap? Mega gut. Besser als die Münzen da. Und Trank. Okay. Kann man hier rein? Oh, kann man echt? Cool. Oh, der hat eine Quest. Okay, akzeptieren. Hier. Bitteschön. Danke, Moritz. Du hast die Quest abgeschlossen. Das finde ich super. Finde ich auch super. Jetzt ist er weg. Jetzt ist... Ach, hier sind auch schon wieder so viele Items. Oh, ein Paradies für mich, Leute. Finde ich es gut, dass die ganzen Sachen angezeigt werden? Oder versteckte Items sind sinnvoller? Ich glaube, ich finde es besser so. Also muss ich nicht alles anklicken. Kann den immer noch nicht, ne? Nee. Okay. Dann kämpfen wir hier gegen den Typen hier. Hey, du da! Kämpfen mit mir! Weißt du warum? Wir sind Gildentamer. Wir müssen sicherstellen, dass alle Mitglieder in Form sind. Zeig mir, was du drauf hast, Kind. Oh Mann, er nennt mich Kind, Leute. So will ich nicht genannt werden. Oh, er hat einen Dingsybums. Dann machen wir mal hier Pudler. Level 10. Okay. Jetzt Gebrüll. Und Impulssturm. Der Mama. Ein Kendli. Verfehlt. Hahaha. Echt wow. Und Impulssturm. Super. Level 12. Na gut, du bist definitiv fit genug, um ein Thema der Gilde zu sein. Gut, wir sehen uns später, Moritz. Ja, sehr schön. Ich habe mein Pokémon wieder, ja. Aber ich möchte jetzt eigentlich so gut wie keine Trappies ausgeben. Denn ich brauche ein Eisdings. Oh mein Gott, nee. Es gibt ja bestimmt nicht 3 Stück. Gib dir keine 3 Traps, damit du mir irgendeinen Shot andrehst. Oh mein Gott. What the fuck ist das denn? Erinnert mich ein bisschen aus Digimon, dieser Lavamann. Magmamon oder sowas. So ein bisschen. Oder wie eine Fackel. Fackel könnte es auch gut sein. Oh, der hat noch einen. Okay. Machen wir nochmal Pudler. Sehr gut. Impulssturm. Nice. Was? Wie kann ich verlieren? Mann, ey. Ja, traurig, ich weiß. Ich weiß, wie verlieren ist. So, da bin ich. Oh, sie ist schon wieder weg. Ach ne, da ist er. Ups. Keine Bewegung. Hä? Keine Fragen. Rück einfach all dein Nexomit raus. Wage es nicht, noch einen Schritt näher zu kommen, ihr Verlierer. Aha, was meinst du? So etwa? Was willst du jetzt für ein kleines Märchen? Echt ein Mädchen? Ich schlage Steine beruflich kaputt. Ich werde zum See gehen. Siehst du badass drauf, Leute. Seid ihr okay? Haha, hab dich!
Jetzt, da die größte Bedrohung weg ist, wirst du mir all dein Geld geben. Alles wie nach Plan, hahaha. Ihr macht mich traurig. Ja, das stimmt. Sie macht mich auch traurig. Sie macht mir Prügler direkt. Null? Oha. Das war irgendein Schutzdings. Null. Wow, ich kann nur Prügler machen. Oder was? Sehr interessant. Sehr interessant hier. 11 Schaden. Super. Elektroattacken gehen wohl nicht für den. Oh, für ihn aber. Blitzgebrüll. Oh, das bringt ja fast gar nichts. Okay. Prügler. Dann müssen wir erstmal hier, ne? Wieder aufwachen. Müde, müde, müde. Und Prügler. 12. Okay. Oh, jetzt ist er schon wieder da. Meine. Was ist das für ein Kampf, bitte? Oh, ich bin weg. Endlich. Jetzt kann ich einen guten holen. Dann nehme ich dich. So, dann mach mal hier Doppelhieb. 13. Nice. Und Geschosser. 10. Auch sehr gut. Und Frosch? Feuerfrosch. Oh mein Gott. Aua, aua, das tat weh. Das tat weh, Kleiner. Oh Gott. Lava ist weg. Feuer, dann nehme ich Flug. Oh, er tauscht auch aus. Glatteis. Bringt gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Ah, stimmt. Stimmt, das ist elektrisch. Sehe ich jetzt gerade erst. Zwillingsfinale, weg mit dir. Und weg mit dir. Super. Schön, dass nur du jetzt die Level-Ups bekommst. Aber so ist das Leben. Oh. Okay. Wir sollten Amelie hiervon erzählen, sobald wir zurück sind. Ich bin hier unten. Hilfe. Grüße. Achso, da unten sollte er gefrorene See sein. Okay. Gehe ich jetzt nochmal meinen Pokémon heilen, weil. 1, 2 sind weg. Ich glaube ja. Und wir nehmen das Item hier mit. So, wir gehen kurz noch in die Pokémon. Die nächste Mons heilen. Und dann geht's wieder runter. Ach, da kann man eh drauf gehen. Okay. Gut zu wissen. Hab ich jetzt geheilt? Ja, hab ich gut. Gut, gut, gut. Mann, ich würde so gerne mitsingen, ja, aber. Es ist nur so ungewohnt, dieses Lied. Geisterscherbe, okay. Jetzt erstmal zum See. Zum See. Aha. Da ist also die der gefrorene See. Okay, okay. Dann hoffe ich, dass wir hier ein Eisding finden. Das wäre ganz schön cool. Hier. Ein Froschi. Mein Feuer haben wir schon, deswegen brauche ich dich eigentlich nicht, aber wir können dich trotzdem besiegen. Na, gut, klar. 4 Schaden geht noch. Und nochmal bitte. Demotiviert, super. Sehr schön. Oh, schönes Hintergrundbild, ne? Möchte ich nur mal eben an. Oh. Wow. Oh, guck mal, ein Starter. Okay, da kann man die Starter auch alle fangen, oder was? Ist natürlich interessant. Oh, oh Gott, Eiszapfen. Aua. Ach stimmt, Eis gibt's ja gar nicht, ne? Das ist dieses Wind hier einfach. Ah, okay. So, ein Fesselheiler.
sehr interessant. So, da unten gucken wir noch eben nach. Ein Moskito, ein Lakito. Aua. Blitz. Und diesen Sturm hier, super. Okay, ich laber noch mit den Typen hier alle. Oder ich gehe erstmal da rein. Weil ich weiß nicht, ob ich da drin kämpfen muss. Aha. Oh. Oh, scheiße. Hätte diese Art von Produkt momentan. Oh, 126. Oh mein Gott. 400. What the fuck? Nee, nee. Du bist aber teuer. Du bist echt teuer. Das muss ich dir aber sagen. Das ist viel zu überteuert. So. Schaut euch das an. Es gibt keinen Grund für diesen Ort gefroren zu sein. Wir müssen dich also nur hinein mitleiten. Ich fühle mich nicht wirklich sicher mit einem Bronzethelm, aber okay. Seht ihr den Typen dort? Ja, den sehe ich. Das ist übrigens ein reisender Händler. Du wirst ihn öfter auf deiner Reise begegnen. In der Regel haben sie höhere Preise als die Läden in der Stadt. Aber oft bieten sie auch Items an, die ihr sonst nur schwer bekommt. Wenn ihr etwas Zeit um Geld und Geld mit übrig habt, solltet ihr euch mal das Angebot anschauen. Ich kann nicht glauben, dass ich das euch erklären muss. Alles klar. Nun gut, trefft mich in der Höhle, wenn ihr bereit seid. Ich habe viel zu tun. Ja, ich komme. Oh, wow, das ist eindrucksvoll. Ja, ja, wir müssen tiefer in die Höhle eindringen, also beeilt euch. Aber seid vorsichtig und beschützt mich vor wilden Nexomon. Das Letzte, was ich will, ist mit einem Bronzethema und seiner merkwürdigen Katze festhängen. Alles klar, das geht auch netter, ja? Oh Gott. Oh Gott, Leute. Okay, dich holen wir noch. Du hast eine perfekte Beere gefunden, cool. Ich will mal eben reinschauen, was hier ist. Wasser. Oh, das ist der Starter vom Wassertyp. Wasser haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Das muss ich holen. Impulssturm. Oh. Nächste Trip. Was haben wir denn hier? Feuer und Pflanze, okay. XB, YYA, XBB. Oh, haben wir nicht, okay. Probieren wir es nochmal. Oh. Ich finde ja die Chance, die hätte ruhig etwas erhöht werden können, einen zu fangen. Weil das ist schon schrecklich, weil die Fallen auch so teuer sind. Ein amphibisches fliegendes Nexomon mit Kampfgeist. Seine Haupteigenschaften sind Selbstvertrauen und Loyalität. Ja, nehmen wir mit. Vielleicht finden wir irgendwann noch ein anderes Wasserding. Aber wir gucken mal. Oh, ein Elefanti. Süß. Süß. Oh, das hätte ich gern, Leute. Das hätte ich viel lieber als ein Vogel. Ja, der Impulssturm. Komm. Müde. Ja, ich weiß, du bist müde. Eingefroren ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Immer noch eingefroren. Oh, nervig. Ach, immer noch, ey. Alter, Junge. Wach endlich auf. Will mich dieses Viech hier verarschen, oder was? Alter. Wie lange bin ich hier eingefroren? Das ist doch ein Witz, oder? Ist das ein Witz? Ich finde den Witz nicht lustig. Nee. Lächerlich, ganz ehrlich, lächerlich. So, Kieselwurf. Oh, das hat weniger gebracht, als ich gedacht hatte. Aber egal. Oh, und nochmal Kieselwurf. Gut. Dann. Extra Trap. B, X, A, X, B, A, X, Y. Gut.
Y dauert immer so lange, das auszusprechen, deswegen, ja, ignoriere das einfach. Das Force Fund hat eine verspielte Persönlichkeit. Es liebt es herumzurollen und seine Freunde überraschend zu duschen, während es sich im Gras versteckt. Okay, hört sich echt lustig an. Du kommst auf jeden Fall mit, ja. Cool, dann können wir unten mal weitergehen. Aha, kleines Rätsel wohl. Aber noch würde ich das nicht als Rätsel hier einschätzen. Ah, ja, wir haben es. Sehr gut. Ich muss mich übergeben. Warum können wir uns nur in vier Richtungen weiter bewegen? Ja, weiß ich nicht, Junge. Mädel. Aber was haben wir hier Schönes? Oh, ein Blub-Blub. Hört sich auch cool an. Stromschlag. Ich dachte, das wird mehr bringen, tatsächlich, weil es Wasser ist. Aber egal, wir machen trotzdem weiter mit Stromschlag. Und dann mit Zwillingstornado. Oh nein. Jetzt bin ich wieder eingefroren, oder was? Design für ihn, das ist OP, Leute. Als ob man 10 Runden eingefroren ist. Das ist echt ein Witz, wirklich. Ich kämpfe gegen kein Eisviech mehr. Das ist ja belastend hoch 10. Das ist echt belastend, wirklich. Fass es einfach nicht. So, hier. Ja, komm, zeig ihm, wie es geht. Hier, Geschoss haben. Danke. Weg mit dem Dreck. Alter Schwede. Nee, nee, ich kämpfe gegen euch jetzt erstmal nicht mehr. Was ist das jetzt hier? Nichts, okay. Was passiert denn jetzt hier? Ah, da ist es. Nun, ich stelle fest, dass schlussendlich doch alles glatt, ganz glatt gelaufen ist. Weißt du was, Moritz? Du bist gar nicht so schlecht. Oh, oh. Zu früh gefreut. Ich hasse euch beide. Oik. Das ist aber nicht meine Schuld, ja, dass sie jetzt heruntergefallen ist. Oh Gott, wenn Amelie das hier rausfindet, wird sie uns nicht bezahlen. Wir sollten noch nicht in Panik verfallen. Wir können immer noch unseren Namen ändern und weit weg von der Stadt ein neues Leben anfangen. Klingt gut. Okay. Warte, was? Du willst abhauen? Darauf war ich nicht vorbereitet. Sie ist in einem Loch, Moritz. Weißt du was? Lass uns zumindest versuchen, sie zu finden. Ich habe ein Seil. Damit müssen wir runterkommen. Okay, gut. Aber wir sollten die moralische richtige Entscheidung treffen. Abhauen. Ich bin für abhauen. Aber erstmal sammle ich hier das hier, weil es ist wichtiger. Einfach wichtiger. Hallo, wieso bist du nicht da geblieben? Wo ist denn? Oh, eine Nexotrap, danke. Danke, danke. Naja, sie wollte schlussendlich, wollte sie tiefer. Das haben wir jetzt auf jeden Fall geschafft. Erdbeerkuchen, okay. Ja, wir gehen hier mal vorsichtig weiter. Okay. Oh. Ja, Rutschparty ist angesagt. Sie hier? Scheint so, ne? Oh, was? Sie ist jetzt ein Geist? Oh nein. Hey, das ist Wiede. Wer hat ihr das angetan? Ich habe ein schlechtes Gefühl, Moritz. Wir sollten gehen und um Hilfe bitten. Oh, ihr geht nirgendwo hin. Es ist ein bisschen einsam hier in der Höhle. Bleib doch ein bisschen länger, Kätzchen. Oh Gott. Das hört sich nicht gut an. Ist das ein Drache? Nee, ist es nicht. Alles klar. Huh? Hey Moritz, das ist nur ein Mädchen. Wir haben nichts zu befürchten. Ja. Ja gut.
das kein Jackpot ist. 1, 2, 3 arme Seelen, genau das, was ich gebraucht habe. Bei so vielen Geiseln wird die Gilde zweimal überlegen, ob sie mir und Nivalis folgt. Nivalis? Das ist ein Tyrann, Moritz. Du hast mich richtig verstanden, ha? Mein lieber Nivalis... Nivalisist ist der unbesiegbare Tyrann des Frosts. Die Thema der Gilde haben... Was? Die Thema der Gilde haben uns ohne Ende verfolgt. Aber jetzt habe ich dank euch die Oberhand. Wir können nicht gegen einen Tyrannen gewinnen, Moritz. Wir müssen hier raus, komm schon. Ich habe nur gesagt, wir sollten abhauen. Wieso hat mir das denn keiner geglaubt? Mann, ey. Ja, cool, Kätzchen. Hoho, meint ihr das ernst? Habt ihr gerade wirklich versucht wegzurennen? Was ist mit eurem Freund, Idioten? Und du nennst dich Tamer der Gilde? Traurig. Aua. Das ist das Ende. Das sehen wir jetzt, ob das Ende ist. Level unbekannt, 100, blablabla, okay. Doppelheben. 18 Schaden, okay. 7, Das wird was, Leute. Obwohl, das ging noch. Das ging klar. Wäre ich jetzt hier nicht in der Lage, dass fast mein ganzes Team weg ist, dann würde es sogar ganz schön gut laufen, denke ich. Perfekt, kleines Ding hier. Geschossam. Sind effektiv. Obwohl, so gut sieht das jetzt nicht aus. 7, oh, sehr gut, Alter. Du hältst echt gut aus. Das sage ich dir aber. Super, verfehlt. Also, wenn ich mein ganzes Team hätte, dann könnten wir es tatsächlich schaffen. Oh, du bist auch weg. Dann du noch hier. Schade, du bist eh eingefroren, deswegen nutze ich jetzt Items. Wiederbeleber. Oh, Gecko hat aber kaum Ausdauer. Muss Gecko nehmen. Und vielleicht noch ein Äther dazu. Aber Äther bringt so wenig. Gar nicht gut, Leute. Ist gar nicht gut. Was haben wir hier noch? Fast nichts. Okay. Oh, das ist gut. So. Oh, verfehlt. Das ist auch gut, tatsächlich. Vielleicht kriegen wir noch einen Käsewurf hin. Ah, ich bin eingefroren, daran habe ich nicht gedacht. Okay. Aber 6 Schaden ist nicht allzu viel. Wir müssen Blitzgebrüll machen. Oh nein, ich bin eingefroren. Oh, doch nicht. Ich war eingefroren, okay. Jetzt bin ich aber wieder eingefroren. Toll. Toll. Mann, eingefroren zu sein ist kacke, Leute. Blitzgebrüll. Junge, ich will nicht die ganze Zeit eingefroren sein. Danke, ich bin nicht mehr eingefroren. Aber jetzt bin ich eh tot. Ja. So, spawn ich hier in der Nähe. Ja, super. Jetzt ist mein Team auch voll. Gut. Das heißt, wir haben jetzt eine realistische Chance, würde ich sagen. Ich möchte aber mal eben hier... Ach, ich kann da mein Team nicht drehen. Oder so. Okay. So, das können wir jetzt eigentlich überspringen, oder? Bla 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 bla. Haben wir gerade gelesen. Jetzt kommt der große Eistyrant. Also, da ist der kleine Fratz, den wir jetzt aufs Maul hauen, ey. Ich bin groß. Und ein Tyrant. Ja, nie war alles. Wir besiegen dich easy. So, komm jetzt. Komm, lauf weg und dann kämpfi.
Das ist das Ende. Nee, das ist erst der Anfang, Leute. Blitz, super, 8. 8 Chance. Aber wir probieren es mal mit dem Anfang hier. 7? Okay, 7 ist auch gut. Dann nehmen wir die das. Aber er durfte zweimal angreifen, das fände ich ganz cool. Wir haben fast 40 Schaden geknackt. Oh nein, ich bin eigentlich, ich bin nicht angefangen. Gut, sehr gut, wir haben 40 Schaden geschafft, Leute. 40 Schaden haben wir schon mal. So, Fan-Ding, du bist dran. Oh, eingefroren, das ist nicht so cool. Das ist jetzt nicht so cool, tatsächlich. Stromschlag, oh, 16, oh, 16 tut weh. 16 tut echt weh. Jetzt habe ich Sand alles aus Versehen eingesetzt, aber wir sind eh eingefroren. Cool, Sturmstark. Toll. Der könnte uns jetzt nicht so weiterhelfen. Du wahrscheinlich auch nicht. Wirklich. Aber Explosion kannst du machen. 2. Wow. Achso, ist auch Feuer. Dann Doppelhieb. Okay, dann kein Hieb mehr. Du bist dran, Kleiner. 17, alter Schwede. Der hat aber auch Leben, also Ausdauer, ey. Ist gar nicht gut. So, die Ausdauer müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen reduzieren. Mit einem Wassertypen, Frostbiss. Machen wir jetzt mal. Ist jetzt nicht viel Schaden, aber Platscher bringt uns, glaube ich, nur weniger. Eingefroren. Oh, super, eingefroren. Das ist sehr gut. Auch wenn wir nicht viel Schaden machen. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Oh, super. Du machst das ganz toll, Kleiner. Kleiner Elefant. Oh, er ist wieder aufgewacht, okay. Bist du ihn nochmal eingefroren? Nee, schade. Ah, fehlgeschlagen. Müde. Aua, okay. 80 Schaden, schaffst du das? Ich glaube nicht, oder? 5. Geschosssamen, komm. Wir probieren jetzt hier unser Glück. 3, das geht auch noch klar. 4 machen wir. 8, aua, das tat schon weh. Müssen wir jetzt am besten einen Trank nehmen oder so. Super Trank. Aber warte, zu viel LP haben wir ja gar nicht. 30 reicht, glaube ich. Ja. 30 reicht. 9. Oh mein Gott, 9 tut schon weh. 8 auch. Ja. Oh nein. Ich bin eingefroren. Das ist jetzt nicht ganz so cool. Das ist echt nicht cool. Dass wir jetzt eingefroren sind. Nein. Aber er hat zum Glück keine Ausdauer mehr. Ist ja eigentlich auch ganz gut. Nur nicht, dass ich jetzt hier eingefroren bin. Oh, das ist jetzt ganz schön belastend hier. Komm, 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 komm. Kleine Larve, du schaffst das. 6 ist nicht viel Schaden. Müde, ja, wir wissen, dass du müde bist. Alter, endlich ist es weg. Ja, 5. Er muss sich nochmal hier erholen. Wir können nochmal machen. Verfehlt, perfekt. Müde, okay. 5, okay, ich muss jetzt gleich mal eben nochmal heilen. Items. Am besten auch was für die AP, oder? Ja, hier. So. Müde, perfekt. Geschoss-Dinger. Oh, gut, nur 33. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Puh, Leute, ey. Oh, verfehlt, das ist nicht ganz so cool. Ah, müde.
der Müdigkeitskampf, Leute. Ich sag's euch. Ja. Sehr gut. Den Schaden kann er eh nicht machen. So, nochmal ein Item. Bitteschön. Und dann machen wir ihn jetzt weg, würde ich sagen. Oh, fast. Wird doch nochmal knapp. 5, na, 3, super. Oh, wir haben's, Leute. Boah, das war jetzt aber was. Als ob das nur so wenig Erfahrungspunkte gibt. Ich fasse es nicht. Ich wusste, dass das passieren würde. Nie, weil es ist immer noch erschöpft von diesem anderen Kampf. Wir müssen uns erholen, bevor es zu spät ist. Hier hältst du dich also versteckt, Atlanta. Du kauerst dich in einer dunklen und kalten Höhle, nicht? Ein sehr passendes Grab am Ende deiner traurigen Geschichte. Bonnie, gib mir eine Kampfanalyse. Ja, Sir, schon unterwegs. Indem wir die Statistiken von Nivalis grafisch darstellen, die Umgebungsvariablen berücksichtigen und die beiden abgeschlossen. Du wirst ihr in den Hintern treten, Sir. Dann lass es uns tun. Okay. Edward, wie findest du mich immer so schnell? Naja, du hast einen ganzen See eingefroren. Oh ja, das kann es sein. Ah, sie lebt wieder. Hust, hust. Was ist gerade passiert? Wer seid ihr? Stell dich hinter mich. Was ist das für ein Ding? Okay, ich glaube, sie war nur eingefroren. Nun dann, hier haben du und dein Tyrant euch also nach unserer letzten Begegnung verschanzt. Beenden wir es hier und jetzt, Atlanta. Die Gilde hat ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Grrr, Nivalis, Rückzug. Na dann. Oh, weg sind sie. Sir, Sir, sie entkommen. Das ist in Ordnung, Bonnie. Lass sie gehen. Das Ding frisst Leute. Ah, Moritz, ja? Du bist einer der neuesten Bändiger der Gilde. Ein Bronzebändiger an diesen Ort zu schicken, war ein unglückliches Versehen von Amelie. Ich wusste es, ich habe es dir gesagt. Aber gute Arbeit. Es gibt viel zu besprechen, aber lass uns zunächst hier verschwinden. Okay. Okay, okay. Was zur Hölle war das? Nivalis ist ein, was die meisten von uns Tyrant nennen. Tyranten sind eine spezielle Art von Nexomon. Du solltest ihnen und ihre Meistern unbedingt aus dem Weg gehen. Ihr hattet Glück, dass Nivalis so geschwächt war. Und wer seid ihr? Sir Edward, hier ist einer der wenigen Großmeister der Gilde, genau wie Dena. Wir sind mittendrin, Atlanta und ihre Tyranten zu jagen. Es tut mir leid, dass ihr da durch musstet, Moritz. Geht bitte zurück zur Gilde und erzählt Amelie alles. Oh, du wettest, dass ich dir alles erzähle? Ah, es gibt etwas Nützliches, das ich euch geben möchte. Es ist eigentlich den Silbertämern vorbehalten, aber du hast es dir verdient. Teleportstein? Ja! Das ist ein Warpstein. Die Gilde hat Monolithen wie diese auf der ganzen Welt verteilt, um schnell reisen zu können. Hiermit erlaube ich dir, die Warpsteine der Gilde zu benutzen. Allerdings kannst du nur Warpsteine verwenden, die du selbst registriert hast. Dieser Warpstein dort ist rot. Berühre ihn, um diesen Ort eurem Netzwerk hinzufügen. Dann wird euch, das wird euch hilfreich sein. Parum hat einen Warpstein, der bereits aktiviert ist, also könnt ihr direkt dorthin reisen. Haltet die Augen nach roten Warpsteinen auf, um sie zu registrieren. Sehr cool. Ja, nice. So, wir müssen uns auf den Weg machen. Versucht nicht an die Tyranten zu denken. Als Bronzetamer sind sie nicht euer Problem. Sobald ihr zurück in der Gilde seid, wird der Auftrag abgeschlossen und ihr bekommt eure Belohnung. Sehr cool, Leute. Ja, dann... Oh, sie redet noch mit uns. Ich habe gehört, Tyranten kämpfen gegeneinander oder so. Sie haben Krieg untereinander, weißt du? Und für was kämpfen sie? Keine Ahnung, warum muss ich euch dieses Zeug erklären? Ihr solltet diese Warp-Dinge benutzen und zurück zur Gilde gehen. Werdet stärker und ihr könnt euch wieder einheuern. Bitte tu das nicht. Okay. Ja gut, Leute. Das war's mit einer Runde von... einer Folge von, Nexomon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also so langsam kommt die Story auf, ne? Gefällt mir sehr.
Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito 3 und ciao.